Hey, liebe Zuschauer, mein Name ist Akon900 und im heutigen After Effects will ich dir, lieber Zuschauer, zeigen, wie du einen coolen und simplen Transition anfertigen kann. Wie das Ganze gemacht wird und wie das Ganze aussieht, zeige ich jetzt wie immer in meinem Video. Damit wir die coole Transition, die ihr gerade im Video gesehen habt, anfertigen können, sind nur wenige Schritte vonnöten. Zuerst brauchen wir das Rechteckwerkzeug, das wir oben in der Leiste klicken darauf und müssen das Ganze vorkonfigurieren. Und das heißt, wir gehen auf Fläche, wählen dann hier die Fill-Option ohne aus, bestätigen das Ganze mit OK, gehen dann auf Konturen und wählen hier bei der Konturoption auf Volltonfarbe, bestätigen das Ganze auch wieder mit OK. Und jetzt ist es so, dass wir das Ganze hier irgendwo x-beliebig in dem Video platzieren können. Drücken einfach mit dem Linksklick einfach auf und drücken dann mit gedrückter Steuerungstaste und Shift-Taste das Ganze so in die Größe, wie wir es gerne haben wollen. Nicht zu groß, nicht zu klein, denn das Ganze wird nachher noch bearbeitet und deswegen ist die Größe jetzt hier nicht entscheidend. Wenn wir das Ganze haben, ist der nächste Schritt, dass wir das Ganze mittig zentrieren müssen, und das machen wir einfach, indem wir auf Ausrichten gehen. Falls ihr es hier in dieser Leiste nicht habt, findet ihr das Ganze über Fenster, hier nochmal Ausrichten und dann sollte das Ganze erscheinen. Nun drückt ihr auf Ausrichten horizontal zentriert und vertikal zentriert, habt ihr das Ganze. Den kommenden Schritt so aus, dass wir jetzt das Ganze hier, diesen Ankerpunkt mittig zentrieren müssen, falls er nicht ist. Das machen wir, indem wir das Ausschnittwerkzeug auswählen, klicken dann auf die Formebene rauf, falls das wieder weggesprungen sein sollte, und ziehen den Ankerpunkt mittig hin. Das machen wir einfach mit gedrückter Steuerungstaste und dann hilft das Programm euch, dass das mittig ist. Habt ihr es, könnt ihr es loslassen, und jetzt ist der nächste Schritt so, dass ihr, bevor wir den nächsten Punkt machen können, dass ihr darauf achtet, dass wir jetzt hier bei dem ersten Video relativ nah an dem zweiten sind, und dann gehen wir auf Inhalt, auf Rechteck 1, gehen dann auf Transformieren, wählen dann hier die Skalierung aus, sodass wir hier ein Keyframe setzen. Das heißt, wir setzen hier, indem wir auf die Stoppuhr drücken, einfach ein Keyframe, setzen die Werte auf 0 und gehen dann so weit runter, dass wir eben auf das zweite Video rüberspringen können. Die Länge ist euch überlassen, denn je länger das wird, desto länger dauert der Effekt oder besser Transition. Je kürzer, desto kürzer das Ganze ist. Und setzen dann hier den nächsten Keyframe, und das machen wir einfach, indem wir über den, besser bei der Skalierung das Ganze so weit rausziehen, dass wir aus dem Video raus sind. Wie weit das ist, ist euch überlassen. Es reicht schon vollkommen aus, dass wir das Ganze nicht mehr im Bild sehen. Und wenn wir es haben, dann können wir hier hochgehen zur Formebene und können das Ganze so schließen, dass wir jetzt das hier so lassen können und uns auf das zweite Video konzentrieren können. Aber zuerst natürlich noch wichtig, habe ich vergessen zu sagen, müssen wir natürlich auf den ersten Keyframe wieder zurückspringen. Denn wir wollen das Video, das zweite Video, so anpassen, dass wir relativ nah an dem Keyframe sind. Und können jetzt das Ganze so ziehen, dass hier ungefähr der Punkt ist. Das ist euch überlassen natürlich, wie weit ihr das Ganze machen wollt. Und dass wir eine Stelle suchen, wo wir sagen, okay, das Rechteck sieht so in Ordnung aus, dass wir hier jetzt eine Maske erzeugen können. Das machen wir einfach, indem wir das zweite Video auswählen, dann auf Rechteckwerkzeug gehen und dann hier das Rechteck erzeugen. Dadurch erzeugt er eine Maske in dem Video. Können dann sagen, die Größe ist so ungefähr in Ordnung. Habt ihr das Ganze gesetzt, geht ihr auf Maske 1, setzt hier bei Maskenpfad auch einen Keyframe hin. Und jetzt müssen wir wieder zur Formebene 1 springen, denn wir wollen das Ganze, dass wir zum Ende springen, wo der zweite Keyframe gesetzt wurde hiervon. Und jetzt ist es so, dass wir einen Schritt rüber gehen müssen, über den Keyframe hinüber. Wenn wir das Ganze haben,
dann zoomen wir ein bisschen raus aus dem Video hier, dass wir das Ganze ungefähr so von der Arbeitsfläche haben. Und jetzt ist es so, dass wir bei Maskenform, wenn wir es ausgewählt haben, dass wir natürlich darauf achten, dass wir das Auswahlwerkzeug haben. Mit gedrückter Steuerungstaste und T sollte sich das Ganze dann eben bei dem Video hier ein bisschen verändern. Und drücken dann, wenn es sich verändert hat, noch die Shift-Taste, sodass wir das Ganze hochziehen können. Proportional. Weil wenn wir die Shift-Taste weglassen, würde das Ganze nicht proportional sein. Dann könnt ihr das Ganze loslassen. Und jetzt ist es so, dass ihr jetzt seht, okay, da ist ungefähr die Größe, so sollte das Video am Ende aussehen, an dieser Stelle. Und es hat sich vielleicht wie bei mir jetzt nichts verändert, keine Sorge, es hat sich verändert, nur wird es gerade nicht dargestellt. Ziehe ich das Ganze jetzt einen Schritt zurück, dann seht ihr, dass sich das Ganze verändert hat. Und jetzt ist es so, dass wir hier schauen müssen, ein bisschen konfigurieren müssen, falls es nicht genau passend ist, dass wir schauen jetzt an der Stelle, ob wir das mit dem Rechteck genau so getroffen haben, dass das Ganze ausgeführt wird. Und wir haben Glück, dass das Ganze ausgeführt wird, so dass wir das Ganze nicht noch irgendwie bearbeiten müssen. Wir können das Ganze dann zurückzoomen und hier haben wir diese Stelle, wo das Ganze aufhört, und müssen jetzt bis zum Ende, besser da bis zu dem anderen Keyframe springen, wo das Ganze anfängt, und müssen hier an dieser Stelle das zweite Video so klein ziehen, dass wir eben das nicht mehr sehen. Und das machen wir einfach, indem wir das Ganze wie gerade eben einfach mit gedrückter Steuerungstaste mit T das Ganze auswählen. Falls das nicht passieren sollte, dann müsst ihr schauen, dass ihr vielleicht hier die Maske 1 ausgewählt habt, weil manchmal geht er dann raus oder so. Und dann müsst ihr raufdrücken und wie gesagt dann wieder nochmal die Tasten wählen und dann eben noch mit gedrückter Shift-Taste das Ganze so klein ziehen, dass das nicht mehr zu sehen ist. Habt ihr das Ganze gemacht, könnt ihr schauen, indem ihr ranzoomt, ob das Ganze dann an der Stelle auch mit dem anderen übereinstimmt. Ansonsten könnt ihr das Ganze ein bisschen bearbeiten noch, dass es ganz einfach so hinzieht, wie ihr es gerne haben braucht. Und dann einfach schauen, indem ihr größer werdet, ob es mit dem restlichen übereinstimmt. Ihr könnt dann wieder herauszoomen. Und voila! Wir haben das Transition fertig. Ich bin nun am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen, geholfen. Vergesst mich nicht zu abonnieren, ein Like da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir mehr verpasst. Euer TheCone 990.